Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra, ich freue mich auch auf die neuen Abonnenten. Seid auch herzlich willkommen. So, der Wolf, wie soll er jetzt nach Bristol suchen? Der ist hier draußen, außerhalb der Stadt. Also erstmal runter. Hui! Hui! Dass so etwas Schreckliches in einer so heiligen Nacht passiert. So, das Haus des Allermanns, genau. Ja, alles gut. Eigentlich brauchen wir bloß außerhalb der Mauer kommen, ne? Dann rufen wir unser Pferd. Erstmal raus hier. Upp. Gut. Oh, das sind Gegner. Echt? Ah, wir haben noch keine Artillerie. Könnten wir mal gebrauchen, ne? Moment. Ach, komm her. Hey. So nicht, mein Freund. So, Pfeile haben wir, gut. Adrenalin dürfte voll sein, ne? Ja. Warte, machen wir kurz wieder Tarnung. Lululululu. Da brauchen wir kein Pferd, da gehen wir zu Fuß. Was wird die Priester? Ist hier irgendwas? Ach, wegen Vogel oder was? Ja, komm, der. Breite deine Flügel aus. Da ist er. Da müssen wir gar nicht suchen, da ist noch ein Schatz oder was? Ah, Titan. Ja, na klar. Dann gehen wir da gleich mal hin. Ich sehe von hier schon, wir müssen über die Bäume irgendwie. Ja. Warum gibt es hier so viele Pilze? Sehr eigenartig. Siehst du, sag doch. Über den Baum wieder. So. Titan. Das hätten wir auch. Jetzt brauchen wir noch den Tristan. Bristan. Der war im Lager, ne? Ja. Keine Feinde. Trotzdem merkwürdig, warum hier. Warum hier so viel Lebensmittelpilze sind. So. Ein Mann, sein Hund und die große Weite. Gibt es ein größeres Vergnügen als dies? Ja, weiß ich nicht. Aber den geht's so gut, sehe ich gerade. Adrenalinpilz haben wir auch noch. Okay. So. Sonst noch hat keine Schätze, ne? Nichts zum Einsammeln weiter. So. Der Hund. Keine Sorge bedrückt dein Herz, nicht wahr, Parzival? Du sorgst dich nur um deine nächste Mahlzeit, wie ich dich beneide. Ja. Birstan, Estrid meinte, du wärst hier. Eivor, Grundgütiger, du hast Eros Bogen gespannt und mich mit meiner wahren Liebe vereint. Haben deine Tane noch nicht gefragt, wieso du nicht nach Estrid suchst? Sie haben gefragt, ja. Ich sagte, es wäre hoffnungslos und legte mich weinend da nieder. Ein hübsches Schauspiel. Das reicht vielleicht nicht. Na. Der Wind streicht uns sacht übers Gesicht. Und ich bin fernab von den tratschenden Türen Colin Casters. Lass uns jagen. Okay. Folge Bristan. Ja, dann wollen wir mal loslaufen. Nur los, wir wollen hier, ja. Die Wunder sind.
Und was genau jagen wir? Einen Eber! Ein episches Tier, nicht wahr? Mit wildem Feuer, flammenden Augen und tödlichen Hauen. Einen Eber? Ich kannte einmal eine starke Schildmaid, die auf einem Eber in die Schlacht ritt. Sie nannte ihn Borstenblitz. Wie wunderbar, Skurril. Deine Geschichten sind wahrhaft hörenswert. Wir reiten nicht auf unseren Ebern, wir essen sie. Festmahl zu Alfidas Ehren. Ein Festmahl für deine Geliebte? Was ist hier los? Birstan, wenn diese Täuschung auffliegt, nimmt dir König Alfred deinen Titel. Unser Bündnis wäre wertlos. Sei unbesorgt. Ich werde diskret sein. Wir speisen nur mit ein paar Freunden und Angehörigen in meiner Halle. Dort werden wir unsere Freundschaft besiegeln. Okay. Schon so bald nach dem Luchnassad? Wird man mich nicht erkennen? Nein, du bist nur irgendeine Dänin. Wer sollte sich bei all dem Chaos an etwas anderes als die Schreie der reizenden Estrid erinnern? Es sind deine Lande. Ich vertraue deinem Urteil. Wie geht es Alfida? Sie ist feurig. Wir haben unsere Liebe aus Jugendtagen neu entfacht. Selbst Ilurik ist eine willkommene Ergänzung. Er ist mir ein jüngerer Bruder und Sohn zugleich. Ah, ich werde ihm so vieles beibringen. Ja, hier ist es. Hier jagt es sich am besten. Echt? Na denn. Lass den Eber kommen, den hauen wir den Kopf ab. Die Tafel füllt sich nicht von allein. Ja, nun mach mal keinen Stress, alter Mann. So, da sind zwei Schweine. Die gehen ja mal ganz geschmeidig hin, ne? Das sollten wir noch mit links schaffen, oder? Komm her. Das sind wahre Bestien, aber lecker. Hey! Du hast mich umgehauen. Sieh dir das fette Schwein an. Es wird einen köstlichen Braten abgeben. Jo. Oh, kriegen wir wieder hier. So. Komm, die Tafel füllt sich nicht von allein. Ja, ja, Lu. Mach mal keinen Stress. Immer gut Blut, jung Blut hier, so. Mein Bogenarm schmerzt. Wir waren recht gut, Eivor. Ja, waren wir. So, wir haben gut gekämpft. Eine gute Jagd, Birstan. Und genug für einen Tag, nehme ich an. Selbst meine Tane werden nicht hungern. Und die sind gefräßig wie Wölfe, die auf meine Leiche lauern. Dir mögen sie Kummer bereiten, doch mich haben sie unterhalten. Eine willkommene Abwechslung nach all den kriegerischen Jarls und schmutziger Politik. Du hast uns Frohsinn gebracht, Eivor. Danke. Ich danke dir aus tiefstem, von Freude erfülltem Herzen. Gut. Birstan, der Herzensjäger, der seine wahre Liebe im schwermütigen Hafen seiner Erinnerungen suchte, und tatsächlich fand. Schön gesagt, meine Freundin. Wirklich schön. Komm, Parzival, du glückloser Hund. Kaum einen Eber aufgeschreckt. Ich weiß gar nicht, warum ich dich überhaupt behalte. Tja. Wollt ihr echt nochmal angreifen, oder was? Triff Brissan und Alfida. Die haben einen bloß abgelenkt, damit man ja eigentlich. Also dann müssen wir wieder zurück zur Stadt, oder was, ne? Lass mal kurz gucken. Ja. Da können wir auch schnelle Reise machen. Hier ist noch die Schatzhortkarte und hier war das komische Streitgespräch, was wir noch nicht gewonnen haben. Könnten wir mal wieder versuchen, ne? Jetzt, nachdem wir jetzt hier gejagt haben, wir machen mal das Streitgespräch, mal gucken. Ob wir es hinkriegen. Wäre ja ein Unding, wenn wir es nicht hinbekommen. Ansonsten, ja. Einmal versuchen wir es jetzt erstmal. Und dann schauen wir. Muss ja auch wieder ein bisschen so die Zeit im Auge behalten. Na, wo bist du? Da.
können wir hier runter, ne? Ich denke mal, wir könnten hier klettern, aber geht ja nicht. In der Luft fliegen, bewegen. So, komm. Gab's hier Stroh? Nee, ne? Nee. Runter. Da stehen sie. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Ja, wir haben ja Zeit, er muss ja erstmal wieder zurückkommen, ne? Zu seinem komischen Haus so. Wäre ja schön, wenn wir es hinkriegen würden. Guten Morgen, guten Morgen. Ja. Wünschst du erneut eine Audienz bei Lady Alette? Genau. Diesmal versage ich nicht. Welch Drolligkeit, dies zu behaupten. Milady, die Stolperzunge aus dem Norden ist zurückgekehrt. Da hat er recht. Ach, du armes, stimmloses Vögelchen. Ich gebe mir Mühe, dich dieses Mal nicht allzu sehr zu beschädigen. Gib mir deinen Einsatz, ehe es losgeht. Ach, kleiner Einsatz reicht, ne? Hier, bitte. Recht dürftig. Aber ich nehme es für die Lady an mich. Sie wird eröffnen. Es gab viel schon zu hören über dich, armer Thor. Du bist weich und so klug wie ein Schaf. Meine Verse sind sehr wohl bekannt hier im Land. Doch es sind noch die meisten gerannt. Wirklich furchtbar. Ach, ja. Du hältst dich für klug, du beeindruckst mich fast. Aber eigentlich tust du mir leid. Denn ich frag mich, wie willst du tatsächlich gewinnen? Ja. Eine Runde noch, dann bist du hin. Widerwärtige Wortwahl. Dein ärmlicher Anblick lässt Mitleid erblühen. Keine Schönheit, kein Witz und kein Geld. Aber doch spreche ich noch, deinem Leiden zum Trotz. Doch dafür habe ich keine Zeit. Das war recht daneben. Und wieder fällt ein armer Tropf dem weltgewandten Witz der Lady Alette zum Opfer. Aber rein tut sie das gar nicht bei ihr, ne? Für dich und deinen schwachen Verstand. Ich hoffe, du wirst es eines Tages erneut versuchen. Ja. Das werde ich sicher. Aber ist schon eigenartig. Sie reimt doch gar nicht, ne? Hier ist auch nichts zu sehen, dass man irgendwie einen Hinweis kriegt, was man machen könnte mit ihr. Na gut, einmal noch. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, ja. Wünschst du erneut eine Audienz bei Lady Alette? Ja. Diesmal versage ich nicht. Welch Drolligkeit, dies zu behaupten. Milady, die Stolperzunge aus dem Norden ist zurückgekehrt. Schon wieder. Ach, du armes, stimmloses Vögelchen. Ich gebe mir Mühe, dich dieses Mal nicht allzu sehr zu beschädigen. Gib mir deinen Einsatz, ehe es losgeht. Ach, wieder 100, ne? Hier, bitte. Vielleicht sollten wir auch mal gar nichts sagen. Mal gucken. Recht dürftig. Aber ich nehme es für die Lady an mich. Sie wird eröffnen. Es gab viel schon zu hören über dich, armer Thor. Du bist weich und so klug wie ein Schaf. Meine Verse sind sehr wohl bekannt hier im Land. Ich lasse erstmal die Zeit durchlaufen und sehen, was passiert. Du plapperst nur gern, kommt's mir vor? Der kommt's mir vor. Ah, ja. Schaf, Schlaf vielleicht? Wirklich furchtbar. Ach, du hältst dich für klug, du beeindruckst mich fast. Aber eigentlich tust du mir leid. Denn ich frag mich, wie willst du tatsächlich gewinnen? Ja. Ja. Ach, lass uns nochmal durchlaufen.
Mal sehen, was passiert, wenn man durchlaufen lässt. Widerwärtige Wortwahl. Wirklich. Dein ärmlicher Anblick lässt Mitleid erblühen. Keine Schönheit, kein Witz und kein Geld. Aber doch spreche ich noch, deinem Leiden zum Trotz. Affe. Wie mies seine Worte sind, Rotz, doch dafür habe ich keine Zeit. Ja, nee, wir lassen auch wieder durchlaufen, ne? Das ist auch kompliziert, glaube ich. Weil bei ihr reimt sich das überhaupt nicht. Das war recht daneben. Okay. Und wieder fällt ein armer Tropf dem wettgewandten Witz der Lady Alette zum Opfer. Mein Herz weint für dich und deinen schwachen Verstand. Ich hoffe, du wirst es eines Tages erneut versuchen. Ja, ich muss mal gucken, weil der Geldbeutel sagt. Das werde ich sicher. Und denn? Was sagt der Geldbeutel? Inventar? Der war ja fies, ne? Komischerweise, bei ihr reimt sich das alles nicht. Haben wir was Neues gekriegt? Eine Rune? Okay. Rüstungsrune. Ah, okay. Noch was? Nö. Ah, hier, das Radieschen haben wir auch gekriegt. Ist ein Questgegenstand. Aha. Ein herzhaftes Wurzelgemüse. Die Menschen von Clochester schnitzen Gesichter in ihren Rüben, um böse Geister zu vertreiben. Ach so, ja. Questgegenstand. Wo ist wofür, ne? Okay. Nichts Neues gekriegt hier. Trotzdem zeigt der eine, wer was Neues. So, wie viel Kohle haben wir jetzt? Wollte ich doch gucken. 10.000? Okay. Ja, komm. Ganz zum Schluss der Folge machen wir noch einen. Guten Morgen! Guten Morgen! Ja, komm. Wir springen. Willst du erneut eine Audienz bei Lady Alette? Ja. Diesmal versage ich nicht. Welch Drolligkeit, dies zu behaupten. Milady! Ach, du armes, stimmloses Vögelchen. Ich gebe mir Mühe, dich dieses Mal nicht allzu sehr zu beschädigen. Ja. Gib mir deinen Einsatz, ehe es losgeht. Okay. 200 machen wir jetzt, ne? Jo. Hier, bitte. Recht dürftig. Aber ich nehme es für die Lady an mich. Sie wird eröffnen. Recht es gab dürftig? Viel schon zu hören über dich, armer Thor. Du bist weich und so klug wie ein Schaf. Meine Verse sind sehr wohl bekannt hier im Land. Schaf, dann nehmen wir Schlaf, ne? Denn sie bringen uns allen den Schlaf. Nicht übel. Aha. Ach, du hältst dich für klug, du beeindruckst mich fast. Aber eigentlich tust du mir leid. Denn ich frag mich, wie willst du tatsächlich gewinnen? Eine Runde noch, dann bist du hin. Oder Bescheid, nee, verlass. Das erste. Eine Runde noch. Dann bist du hin. Widerwärtige Wortwahl. Auch nicht? Wirklich. Dein ärmlicher Anblick lässt Mitleid erblühen. Keine Schönheit, kein Witz und kein Geld. Aber doch spreche ich noch deinem Leiden zum Trotz. Trotz mit Rotz, ne? Ach, wie mies. Deine Worte sind Rotz. Das war recht daneben. Schon wieder verloren. Und wieder fällt ein armer Tropf dem wettgewandten Witz der Lady Alette zum Opfer. Ja. Mein Herz weint für dich und deinen schwachen Verstand. Ich hoffe, du wirst es eines Tages erneut versuchen. Vielleicht. Das werde ich sicher. Mal gucken. Kann sie auch nicht hauen, ne? So. Ein Auf und Ab. Trifft Pristan und Alida. Alter, nur haben wir uns wieder Kohle gekostet, glaube ich. 450 haben wir jetzt ausgegeben, ne? So. Naja. Aber hier machen wir jetzt Feierabend. Komm, wir gehen mal kurz Tarnung, ne? War das nicht hier? Zack. Ja, wie der Sportstreiter hat funktioniert. Bei ihr reimt sich das überhaupt nicht. Da weißt du gar nicht, was du nehmen sollst. Naja, vielleicht kriegen wir es dann nochmal raus. Oder ich lasse es sein, ist bloß Geldverschwendung, ne? Ich als kleiner Rentner habe nicht so viel Geld, um das hier auszugeben. Also,
Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen und empfehlt mich weiter, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir in der nächsten Folge und dann gehen wir mal zu Bristan und Alfida. Also bis dann, bleibt gesund, ringehauen, euer Terra. Ciao.